Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity. Wir haben mittlerweile ein fünftes Gruppenmitglied, nachdem wir kurz in Khet Nuur waren, also der Festung von diesem Wächter Meerwald. Nur leider ist es mir da noch viel zu heftig mit viel zu vielen Schattenwesen und anderem Gezeugse, dass ich jetzt doch lieber, nachdem ich ein weiteres Gruppenmitglied habe, Following your lead. vor allem einen Buffer, dass ich jetzt noch mal den Tempel probiere. Weil mit jedem Gruppenmitglied, was wir haben, steigert sich unsere Chance eigentlich. Und wenn das nicht klappt, dann muss ich wohl oder übel die Burg weiter in Angriff nehmen. Ich hoffe aber mal, dass das hier jetzt dann klappt. So, hier durch. Hier war ja die Abkürzung. Und ja, unsere Truppe sieht schon mal ziemlich imposant und komisch aus. Mit einem Priester, einem Raufbold, einem komischen Magier und jetzt diesem am Mauerbaden mit seinem komischen Namen. So. Okay, wir sind wieder unten. Und machen es wie immer systematisch. Wir versuchen erstmal wieder den Raum hier. On your word. Ich wollte eigentlich mal gucken, wie viel Mechanik hast du? 2. Dafür hast du 9 Wissen. Das ist dafür viel. So, kurzer Quicksave, dass wir dich wieder hier runterlatschen müssen. So, nicht alle hier drin rumwuseln. How may I help? So. Du stoppst die beiden. On your word. Leicht verletzt, leicht verletzt. Wow, weg mit mir. Genau, so sieht das gut aus. Du machst mal diesen hier. Okay, es sind nur noch 3 Stück. Yes. So, nur noch ein Schatten. Und der geht auf beiden Wolf los. Dann geht das ja. Du kannst du den umboxen? So, box den um, bevor er sich wieder dupliziert. Das gibt's doch nicht. Können die den nicht umsetzen? Take him down. Na also. Ja. Gut. Du wechselst wieder auf Bogen. Du wechselst wieder auf deine Muskete. Alle sind geheilt. Nice and quiet. Und ich versuche hier Fallen zu finden und zu entschärfen. Finished. Okay, das hat schon mal geklappt. Ein Schuppenpanzer und etwas Geld. Ich weiß genau, dass hier dran eine Falle ist. Komm.
Genau. Finished. Okay. Hey. Ja. Dann holen wir mal das, was da drin ist, heraus. Achso, das geht nur von der Seite. Umhang eines iotasischen Priesters. Willen plus 10. Das klingt doch nicht schlecht. Oh. Ein Phantom. Und das geht auf beiden Priestern los. Der nirgendwo hin konnte. Okay, du siehst schon mal angeschlagen aus. Deswegen benutzt du mal dein Feldlazarett. Das hilft wenigstens etwas zu regenerieren. Okay, es scheint zu klappen. Ich muss nur aufpassen, dass unser Magier nicht ständig ins Kreuzfeuer gerät. So, hier war da was, das Wasser. Und hier drin müssten wir nochmal Phantom. Oh, hier sind drei drin. Das könnte ungut werden. Deswegen buffen wir mal sicherheitshalber. Okay, eins ist schon mal down. Du wechselst auf Nahkampfwaffe. Dass das schnell wegstirbt, okay. Du versuchst sie. Genau. Zu erledigen. Okay, der Wolf ist ohnmächtig, das ist aber halb so wild, es ist noch einer. Außer wenn der das macht, dann ist er garstig. Kann ich dich nicht umwerfen? Ah, ah. Also ich mag es ganz und gar nicht, wenn der... Okay, wenn die Originale sterben, dann sind auch die Klone tot. Gut zu wissen. Ah, der sieht aber wirklich nicht so gut aus. Den sollten wir vielleicht das nächste Mal aus dem Kampf raushalten. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll, an dem Rad zu drehen. Ich glaube, das lässt nämlich das Wasser ab. Und das Hereinschießen vom Wasser. Ja, ich habe das Wasser da unten abgelassen. Jedenfalls so weit, dass ich gegen Schleime kämpfen kann. Okay, Schleime sind nicht der Rede wert. So. Die sind schon tot. Schimmernder Schlüssel. Den nehmen wir mal mit. Das nehmen wir auch mit. Was haben wir denn im Inventar? Ach, eine Feuerballfalle oder eine Wurfspießfalle. Du hast das Heilungsbonus-Amulett. Was hast du am Rücken? Gar nichts. Und du hast einen Verteidigungsumhang. Also kriegst du den Umhang. Du siehst komisch aus mit deinem Turban. Ganz ehrlich. So.
Ups. Gucken wir mal hier rein. Ach du meine Güte. Yes. Okay, das ist übel. What? Aber die sterben zum Glück recht schnell wieder. Okay, jetzt probieren wir das mal. Er hat drei Phasen, auch wenn... So. Menschliches Skelett hat Gruppe verlassen. So. Und die sind weg, weil der Kampf vorbei ist. So, wir suchen hier erstmal wieder nach Fallen. Ja. Da ich diesem Ort nicht so wirklich traue. Auch wenn das hier nach einem eatosianische Gebete sind okay. Ein paar Dietriche, wir haben ja welche verbraucht. Und eine Geschossschriftrolle. Wie viel hast du davon mittlerweile? Ach, nur eine. Okay. Was macht eigentlich diese hier? Freundlich Wirkungsradius plus 50 Verteidigung gegen Verängstigt. Achso, das ist die Anti. Die Furchtaura. Die Furcht. Der Schutz vor Furcht. Ja. Okay, in guter Hoffnung, dass hier nichts drin ist. Eine zerknitterte Notiz. Was steht da? Dieser Brief ist größtenteils intakt, obwohl das Pergament selbst zerknittert wurde. Gäste. Ich weiß, dass die Bäder im Tempel großartige Heilungseigenschaften haben und dass sie deinen Rücken noch immer Schmerzen bereitet. Solltest du dich aber weiterhin den größten Teil des Tages verwöhnen lassen, so möchte ich dich doch bitten, deinen Schlüssel zum Allerheiligsten jemand anderem zur Aufbewahrung zu geben. Wir waren jetzt nicht zum ersten Mal dazu gezwungen, auf die Durchführung der täglichen Riten zu warten, und Rectrix Umbrica ist oft zu weit unten, um unser Klopfen zu hören. Sag mir bitte nicht, dass wir noch eine Ebene haben nach dieser. Das wird mir dann nämlich langsam doch etwas zu viel. Okay, da kommen wir nur mit dem Silberschlüssel rein. Will ich aber jetzt erstmal noch gar nicht. Ich will hier mein Glück nochmal versuchen. Ah. Hier waren ja nur zwei Schatten, soweit ich weiß. Und die beiden Phantome. Genau. So. Ein Schatten ist schon mal down. Und du kannst sie alle mal benebeln. Und du machst einfach mal Schaden rein. Oh, du hast schon wieder drei. Gut, wir können noch einen neuen Zauber probieren. Erzeugt eine gewaltige Explosion, die Pfeile im Wirkungsbereich betäubt und zurückstößt. Verringert die Schadensreduktion vom Feinden. So. Okay. Er ist auf meinen Hund fixiert. Das ist ja okay. Die sind beide schon schwer verletzt. Und mein Hund ist gefallen. So. Gut. Das hat auch geklappt. Es ist tatsächlich so, dass wir etwas besser wurden.
Oh, mal wieder kriegen wir wieder eine Vision.